Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns fünf Fragen und Antworten zum Thema Data Warehousing an. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt geht's los. Beginnen wir sofort mit der ersten Frage, und zwar: Welche drei Datenbankdateien verwendet der SQL-Server? Die Antwort ist: Der SQL-Server verwendet die primäre, sekundäre und Transaktionsprotokoll- bzw. Logdatei. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Wie können große Tabellen auf einem Speichersystem verteilt werden? Hier sprechen wir von der Tabellenpartitionierung. Mit diesem Verfahren können große Tabellen, wie in dieser Grafik zu sehen, auf ein Speichersystem verteilt werden. Sehen wir uns die nächste Frage an. Ist die Verwendung des SQL-Insert-Befehls für große Datenmengen effizient? Ja oder nein? Die Antwort lautet nein. Besser wäre es, die Verwendung von Select into. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Wofür wird der SQL Server Agent verwendet? Der SQL Server Agent ist der Zeitplandienst, mit dem nicht nur regelmäßige Wartungsaufgaben im SQL Server, sondern auch beliebig wiederkehrende Aufgaben in Windows ausgeführt werden können. Nun kommen wir zur letzten Frage, und zwar: Mit welchen Konten kann der SQL Server Dienst auf einem Windows Server ausgeführt werden? Diese können folgende vier Konten sein, und zwar der Local System Account, dann als Punkt 2 der Local Service Account und als drittes Konto der Netzwerk Service Account. Es können aber auch natürlich Windows-Benutzerkonten dafür hinterlegt werden. Ich hoffe, ich konnte mit diesen kniffligen Fragen euer Wissen zum Thema Data Warehousing auffrischen und freue mich natürlich, wenn ihr Kommentare oder Fragen dazu habt. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg.